Am 6.2.2022 hat uns die sehr traurige Nachricht erreicht, dass einer der ganz Großen, die FCK-Torwartlegende Ronny Hellström, im Alter von nur 72 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist. 10 Jahre spielte Hellström in den 70er und 80er Jahren für die Roten Teufel, lief insgesamt 266 Mal in der Bundesliga auf. Das komplette SWR-Team wünscht vor allem der Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft. Vila Ifrit Ronny, du wirst für immer in den Herzen der FCK-Fans weiterleben. Servus Leute, herzlich willkommen zur 18. Folge Dein FCK. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Natürlich gerät der Fußball bei so traurigen Nachrichten in den Hintergrund. Und trotzdem wollen wir über die Erfolgsserie des FCK sprechen. Den 2:0 Auswärtssieg beim FSV Zwickau. Alles rund um den 25. Spieltag. Jetzt geht's los, Dein FCK. Bei mir fallen ganz oft so ganz seltsame Tore, die du auch nicht irgendwie vorher einstudieren kannst. Irgendwie ist es immer so eine gute Fügung, dass es halt immer irgendwie so sein sollte, aber ja, wenn du es nicht versuchst, dann kann doch nichts reingehen. Besser hätte ich das 1:0 durch Beuth nicht beschreiben können. Wunderlichs Schuss ist eigentlich vollkommen ungefährlich, aber Beuth hält den Fuß rein und macht sein erstes Tor für den FCK. Einfach ein Vollblutstürmer und den Ball will er genau so haben. Ja, den macht er mit Auge. Aber ein Stürmer wäre kein Stürmer, wenn er nicht selbst bei diesem Ergebnis plus dem ersten Tor für den FCK noch ein Haar in der Suppe finden würde. Ich habe mich sehr gefreut über den ersten Treffer, aber als Stürmer bist du dann immer sehr hart mit dir selber, wenn du halt ganz klare Torchancen auslässt und das dann nach der Ecke von Zucki da, wo ich dann das schaffe, aus 3 Metern rüber zu schießen, das war dann schon wieder ein kleiner Bummer für mich. Was Terence meint, ist diese Szene aus der 55. Minute. Nach der Ecke von Zucki muss er den Ball eigentlich nur noch über die Linie drücken. Irgendwie bitter, aber passiert halt im Fußball. Du bist ja trotzdem immer noch ein kleines bisschen Kind, wie früher auf dem Bolzplatz. Und wenn du halt dann halt Spiele nicht triffst oder halt schlecht spielst, dann wurmt dich das trotzdem. Jetzt ist es aber auch mal langsam gut hier. Ich meine, wir haben 2:0 gewonnen, alles super. Danke, endlich. Die Hauptsache sind 3 Punkte und da wollen wir heute einfach mal nicht so streng sein. Da könnte Beuth sich einfach mal ein Beispiel nehmen an Klinge. Der hat zum ersten Mal als zentraler Innenverteidiger aushelfen müssen und hat angeblich die ein oder andere Flanke unterlaufen. Ich stand immer richtig. Ich stand nicht einmal falsch. Eine Flanke, ich meine, da gibt es andere Verteidiger auf der Welt, die verdienen Millionen. Da passiert es auch. Also da jetzt so kleinlich zu sein, ist ein bisschen absurd. Ja. Sorry, Klinge, du hast natürlich absolut recht. Waren auch nicht meine Worte, aber ich wollte es mal gesagt haben. Und da, wo du absolut richtig gestanden hast, war in der 41. Minute. Spahic wird vom Zwickauer Stürmer angegangen und kann die Flanke nicht richtig festhalten. Klinge rettet in allerhöchster Not auf der Linie. Ich stand immer richtig. Ich stand nicht einmal falsch. Wer absolut richtig stand, war Luca Horn. Aber er könnte sich eventuell einen kleinen Vorwurf machen nach dem Spiel. Horn muss eigentlich in der 51. Minute das zwischenzeitliche 1:1 machen, tritt aber ein Luftloch und der FCK ist weiterhin in Führung. Auch wenn gegen Zwickau das Quäntchen Glück auf der Seite des FCK war, unterm Strich wieder kein Gegentor gefangen. Was richtig hervorsticht, diese bombastische Abwehr von uns, in diesem Jahr noch ohne Gegentor. Das ist jetzt mal 15. Spiel ohne Gegentor, kann das sein? Ja, also das ist eine Bank. Eine richtige Bank war auch Marlon Ritter, der das Spiel an sich gerissen hat, die Bälle immer wieder gut verteilt hat und den Elfmeter zum 2:0 rausgeholt hat. So, und spätestens jetzt muss sich Luca Horn den Vorwurf gefallen lassen, weil er war der Unglücksrabe, der Marlon Ritter trifft und den Elfmeter verursacht hat. Mohamed Kiprit ist das ziemlich egal. Er verlädt Keeper Prinkis und schiebt zum 2:0 ein. Es läuft einfach beim FCK. Aber natürlich kann auch beim FCK nicht alles klappen. Bobo Tomiak kann in der 77. Minute alles klar machen, scheitert aber erst am Torwart und der Latte. Und dann fehlen ihm ein paar Zentimeter, um den Ball über die Linie zu drücken. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist heute alles vollkommen egal. Der FCK festigt Platz 2 und empfängt nächste Woche den Spitzenreiter aus Magdeburg. Der wird auf jeden Fall ein heißer Tanz. Ich hoffe wieder von einer geilen Kulisse, dass wir da auch ein sehr, sehr gutes Spiel machen werden.
darauf hoffen natürlich auch die FCK-Fans. Geile Kulisse, ein geiles Spiel gegen Magdeburg. Was allerdings ein wenig schade ist, ist, dass man nicht mehr so gut über die Außenmikrofone hören kann. Ey, du hast eine Fahne in der Hand! Ey, du hast da eine Fahne in der Hand! Aber auch das werden die FCK-Fans leicht verkraften können, wenn sie endlich wieder ins Stadion können. Und das gerade jetzt vor diesen entscheidenden Wochen. Jetzt kommen auf jeden Fall zwei knackige Gegner. Es wird auf jeden Fall brisant, es wird emotional. Und da freue ich mich einfach drauf, wenn du siehst oder fühlst, wie dann einfach so viele Leute dich als Mannschaft dann auch voranpeitschen. Schreibt uns einfach mal hier unten in die Kommentare, was es für euch bedeutet, endlich wieder ins Stadion zu können. Und das gerade vor diesen beiden wichtigen Spielen. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal, dass ihr keine Folge mehr von Dein FCK verpasst. Über eine Szene nach Abpfiff müssen wir dann doch noch mal kurz reden. Marco Antwerpen jubelt in Richtung der Zwickauer Fans. Dafür bekommt er beim Gang in die Kabine noch eine Bierdusche und ein paar nette Worte mit auf den Weg. Aus meiner Sicht ging es schon vor dem Spiel los. Also da war ich schon mit meinem ersten Interview und da waren schon die ersten Anfeindungen und das hat sich dann über 90 Minuten hat sich das eigentlich fortgesetzt. Wir sind da relativ ruhig geblieben die ganze Zeit, haben nach dem Spiel, wie es ganz normal ist, gejubelt. Da hatte dann der eine oder andere auch noch ein Problem mit. Und auch zwischen Marco Antwerpen und Joe Enox schien nach Spielende noch etwas Klärungsbedarf. Aber schon auf der Pressekonferenz schienen die Wogen etwas geglättet zu sein. Beide Trainer wünschten sich fair alles Gute für die Zukunft und damit sollte die Sache jetzt eigentlich auch gegessen sein. Für uns ist das vergessen, wir nehmen 3 Punkte mit aus Zwickau und das war ganz, ganz wichtig für uns. Das ist absolut das Wichtigste, aber auch sehr wichtig ist, nächste Woche wieder Dein FCK einzuschalten. Mehr Spitzenspiel geht nicht, der Zweite empfängt den Ersten, Lautern gegen Magdeburg. Und das voraussichtlich vor knapp 10.000 Zuschauern. Bis dahin, Peace.